Ja, vielen Dank. Freue mich, dass wir in dem Zusammenhang nochmal ja auch in so einem Format zusammenkommen. Ich glaube, für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, mein Name ist Marianne Kückmann und ich komme von der Universität Paderborn und werde in diesem Edu-Hangout ja die Zeit nutzen, um ein bisschen Einblicke in das Thema Sketchnotes zu geben in Schule und Hochschullehre und dann auch gerne mit euch, mit Ihnen darüber diskutieren, ja, wie man das vielleicht auch einsetzen kann. Ich werde dazu ein paar Impressionen vorstellen aus unseren Bereichen. Und ja, vielleicht kurz zur Übersicht, also es soll nur ein kurzer Input sein, aber beziehungsweise ein kurzer Impuls. Ich werde kurz einführen in das Thema, damit man ja alle so ein bisschen abholen kann und dann am Schluss tatsächlich die Einsatzmöglichkeiten vorstellen, auch Beispiele und Impressionen zeigen und das ein bisschen einordnen und dann freue ich mich sehr auf den Austausch dann danach und die Potenziale, die wir dann diskutieren. Genau, um einzusteigen, habe ich ja, eine kleine, ein Beispiel quasi mitgebracht, und zwar eine Sketchnote, die ich erstellt habe. Jetzt müssen wir einmal kurz, genau, also das ist jetzt quasi, es soll jetzt so ein bisschen heranführen an das Thema Sketchnotes, Visualisierung, und da mit Sketchnotes ist sehr eng verbunden der Begriff der Visualisierung, und wenn man sich den anschaut, dann hat es halt was mit Sehen zu tun, mit Verarbeiten, mit Erkennen, also Visualisierung spielen da eine ganz große Rolle. Und damit automatisch natürlich auch der Begriff der Bildsprache. Also es geht um Bildsprache und damit auch um Ausdrucksmöglichkeiten mit Bildsprache und so weiter. Ich habe mal hier so ein bisschen Sketchnoten typisch ein paar Schlagworte mitgebracht zur Bedeutung von Bildsprache. Das ist, wie gesagt, jetzt Verschlagwortung, aber ich glaube, darüber kriegt man einen ganz guten Zugang. Und zwar einmal zur Bedeutung von Bildsprache, bevor überhaupt ja, Textsprache, Schriftsprache bedeutsam wurde, war natürlich bereits in der Historie Bildsprache von zentraler Bedeutung. Das ist hier so angedeutet. Aber auch in der Öffentlichkeit ist es ja, glaube ich, für uns allgegenwärtig, in Gefahrensymbolen, Verkehrszeichen und so weiter, generell Bildsprache sehr vertreten und nicht zuletzt natürlich im Internet. Daher die Andeutung hier, ist es natürlich in vielfältiger Form mittlerweile schon sehr etabliert. Das so ein bisschen zum Hintergrund, zur ganz kurzen Einführung. Ich möchte dann in einem nächsten Schritt mich diesem Begriff mal zuwenden, und zwar Sketchnotes an sich. Wenn man das als Begriff mal unterteilt, dann ist das zum einen Sketch für Skizze und Notes sind die Notizen und zusammengesetzt sind es dann eben die skizzierenden Notizen oder aber auch spricht man da auch von visuellen Notizen, also quasi wo Text und also Notizen, Text und Bild miteinander verknüpft sind. Also sogenannte visuelle Notizen sind Sketchnotes. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind die Vorteile? Also was kann man sozusagen mit Sketchnotes, was hat man da für Vorteile, wenn man sie einsetzt? Ich habe mal hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist zum einen ja so ein bisschen nachhaltiges Lernen. Man sagt, durch die Verknüpfung mit ja, Bildern und Texten sind Inhalte besser zu merken. Also das Lernen wird nachhaltiger, weil wir das besser verarbeiten können und auf der anderen Seite aber auch so ein visuelles Denken angeregt wird. Also dass da unheimlich, dass Bilder etwas auslösen bei Menschen, Emotionen, aber auch für Lernprozesse sehr bedeutsam sind. Und ich habe zu guter Letzt noch das Schlagwort Spaß aufgenommen, weil ja, da muss man wirklich sagen, wenn man einmal damit gestartet ist, dann kann man da schon richtig, ja, richtig viel Spaß mit haben und man merkt es auch immer wieder. Also bei unseren Teilnehmern in den unterschiedlichen Workshops merkt man es, dass, dass die Leute sehr schnell, ja, damit nicht mehr aufhören können, sage ich jetzt mal. Zum Einsatz, auch hier kurze Schlaglichter. Natürlich kann man es einsetzen, um persönliche Notizen aufzuwerten oder auch da die zu ergänzen, eine andere Form zu wählen. Und dann gibt es so Schlagworte wie Graphic Recording oder Visual oder auch Graphic Facilitation. Die möchte ich ganz kurz einführen, da komme ich gleich noch drauf. Die werden häufig zusammen genannt. Graphic Recording ist in diesem Zusammenhang nichts anderes als ein visuelles Protokoll, was erstellt werden. Also mit Hilfe von Sketchnotes wird ein, zum Beispiel ein Vortrag oder ähnliches visuell protokolliert festgehalten. Und bei dem Begriff Facilitation, also Visual Facilitation, geht es darum, nicht nur zu dokumentieren, etwas festzuhalten, sondern darüber hinaus auch gewisse Gruppenprozesse anzuregen und eben dieses visuelle Denken anzuregen. Die Umsetzung kann sowohl analog als auch digital erfolgen. Es ist natürlich auch für uns sehr interessant an der Stelle, dass man einfach,
Ja, natürlich analog. Klassisch ist das dann auf Flipchart bei so einer Begleitung von Workshops, aber auch im digitalen Format, also über iPad oder ähnliches. Ja, dass man damit das einfach nutzen kann und auch verfügbar machen kann. So, und jetzt habe ich hier oben rechts, ich stoppe immer mal diese Aufzeichnung, oben rechts habe ich jetzt so klassische Aussprüche mal mitgebracht, die mir sehr oft begegnen, wenn ich von Sketchnotes anfange, auch bei unseren Workshops und in unseren Modulen, dann begegne ich sehr häufig den Aussagen, ich kann doch gar nicht zeichnen und so kreativ bin ich nicht und um Gottes Willen, jetzt soll ich das noch machen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass Sketchnotes ganz wichtig sind, keine Kunst. Es ist auch sind keine Kunstwerke, die hier erzeugt werden sollen, sondern es sind, und deswegen das hier auch ganz deutlich hervorgehoben, es sind Denkwerkzeuge. Das heißt, die uns helfen, sozusagen ins Denken zu kommen oder auch anderen Zugang zu finden. Und darüber hinaus ist es auch Ausdrucksmittel. Also ein zusätzliches Ausdrucksmittel, die wir haben und die sozusagen das ergänzen. Stellt sich die Frage, wie man es erlernen kann. Das ist zum einen, dass man ganz grundlegende Techniken gibt es, die man sich relativ schnell aneignen kann. Daneben hat man die Möglichkeit, über Symbole sich bestimmte Symbole anzueignen, eigene Bibliotheken aufzubauen und natürlich ja so ein bisschen üben, üben, üben. Das ist auch das, was wir dann sozusagen, wo wir versuchen, in unseren Workshops die Studierenden zum Beispiel zu motivieren, dass an der Stelle ja da einfach der Impuls gesetzt wird und es dann nach und nach selber erprobt wird. Das ist jetzt nur mal so eine ganz kurze Einführung und eine ganz kurze Hinführung zum Thema. Ich habe das deswegen so gewählt, weil man jetzt am Ende nochmal so ein klassisches Sketchnote auch einfach mal sieht. Also so sieht das aus. Und anhand derer möchte ich auch einmal ganz kurz die Basis Grundregeln und Merkmale von Sketchnote einmal herausarbeiten. Das ist zum einen, ich glaube, das ist relativ deutlich schon, dass es eine sehr reduzierte Darstellung ist, also wirklich auf die grundlegenden Symbole und von den Skizzen her sehr einfach gehaltene Linien und Zeichnungen. Und zum anderen, es ist eine sehr klare Linienführung. Das ist ganz wichtig. Also es ist nicht eben nicht Zeichnen, wo immer wieder abgesetzt wird, sondern wirklich eine klare Linienführung, die an der Stelle merkmalsgebend ist. Und auch so von der Gestaltung her, was man auch schon sieht, ist, dass es von den Farben her sehr reduziert ist, wenn wir Sketchnoten. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten, aber im Grunde braucht man drei Stifte. Also jetzt analog wirklich vor sich liegen oder auch am Computer. Man braucht einmal so eine klare schwarze Linie und daneben eben die farbliche Gestaltung. Hier ist sie mit Türkis gewählt. Und dann, wenn man genau hinschaut, sieht man noch so graue Schattierungen. Das ist dann im Prinzip schon alles, was wir für die ganz grundlegenden Sketchnotes brauchen. Und wichtig ist auch, das ist auch noch so eine Grundlegeregel, das hat man vielleicht auch im Aufbau gesehen, dieser Sketchnotes, wo ich den Vorgang auch ein bisschen aufgezeichnet hat, dass immer erst der Inhalt und dann der Rahmen, beziehungsweise man spricht dann auch von Containern. Dann sozusagen, da sind ja schon so ein paar Begriffe vorgekommen und die möchte ich jetzt nochmal einsortieren, damit man das nochmal für sich ein bisschen sortiert. Und zwar haben wir schon gehört, dass Sketchnotes sowohl zu Dokumentationszwecken geeignet sind, als auch zu Reflexionszwecken. Das habe ich jetzt nochmal in dieser Matrix abgeführt und möchte an der Stelle nochmal so ein bisschen sortieren oder einordnen. Man kann sagen, dass man Sketchnotes, so wie ich sie jetzt eben dargestellt habe, also diese Verbindung von Text-Bild, dass man die verwenden kann, einfach um Materialien zum Beispiel aufzupeppen. Einfach, dass man noch ein Bildchen dazu, dass man das Ganze nochmal ein bisschen anders gestalten, nochmal anders ja, darbieten kann. Daneben kann man es aber auch zu Dokumentationszwecken nutzen und das ist eben zum Beispiel in diesem Graphic Recording, dieser Begriff, dieses Schlagwort, was ich eben aufgezählt habe. Oder auch man nennt es dann auch Live-Sketchnoting. Also letztlich, dass es darum geht, einen Vorgang zu dokumentieren. Und daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, auch es als Reflexionsinstrument zu nutzen. Also dass dann im Prinzip auf der Grundlage die Bilder als in Reflexionsimpuls genutzt werden. Da sind wir dann so im Bereich Visual Graphic Thinking. Und wenn man jetzt sagt, besonders hohe Dokumentationsanteile und besonders hohe Reflexionsanteile, dann sind wir dann eben bei diesem Begriff Visual und Graphic Facilitation. Das alles zusammen. Natürlich ist das auch überfließend. Auch beim Graphic Recording kann man ja das Produkt dann nehmen als Reflexionsimpuls. Aber ich glaube, zur Einordnung ist diese Matrix ganz hilfreich und die werden wir nachher nochmal in Bezug auf Schule uns nochmal anschauen. Genau, jetzt atmen wir einmal kurz durch und jetzt will ich natürlich auch Beispiele zeigen. Das habe ich versprochen. Ich habe hier mal zwei Beispiele der Einsatzmöglichkeiten mitgebracht aus unseren Kontexten.
Das erste Beispiel ist, dass wir Sketchnotes in der universitären Lehrerbildung einsetzen. Wir haben dafür ein Bachelor-Lehrkonzept entwickelt, also bei uns in einem Bachelor-Modul an der Uni zum Einsatz digitaler Sketchnotes und Erklärvideos in Schule und Unterricht. Also das Modul handelt von Methoden des Lehren und Lernens, also Unterrichtsmethoden, und wir versuchen da den Studenten das näher zu bringen und eben speziell dann auch in einem Abschnitt in Kombination mit Erklärvideos und wie man die einsetzen kann in Schule. Darauf werde ich gleich was auch ein Beispiel zeigen und das nochmal ein bisschen einordnen. Und danach habe ich nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht, und zwar setzen wir Sketchnotes auch in der Tagungsvorbereitung ein. Also wir haben eine Workshop-Reihe konzipiert bei uns an der Uni, in deren Rahmen wir unsere studentischen Hilfskräfte weiterbilden. Mit dem Ziel, bei einer Tagung, die stattfindet, die unter so einem ganz spezifischen Forschungsansatz stattfindet, dass diese studentischen Hilfskräfte geschult sind, visuelle Veranstaltungsdokumentation und Begleitung vorzunehmen. Also genau so ein bisschen in Richtung Graphic Recording. Genau, aus beiden Beispielen zeige ich gleich mal wirklich auch Impressionen, und dann können wir uns gerne darüber dann auch austauschen. Bevor ich jetzt sozusagen auf die beiden Beispiele komme, möchte ich erst nochmal, ich hatte ja zu Beginn bei der Einführung gesagt, dass sozusagen es ganz wichtig ist oder dass es möglich ist, diese grundlegenden Techniken relativ schnell zu erlernen bzw. zu verinnerlichen und dann tatsächlich auch selber zu sketchnoten. Und ein bisschen was hatte ich schon angedeutet. Und bei der Annäherung kommen wir auch immer dahin, dass wir unseren Studierenden jetzt in dem Fall bestimmte Begriffe geben und sie dann auf der Grundlage, was sie gelernt haben, bitten, die zu visualisieren. Also quasi, dass sie ihre eigenen Bibliotheken erstellen, und zwar ad hoc, dass sie also Assoziationen vornehmen. Und um da mal einen Einblick zu kriegen, habe ich an dieser Stelle mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar von einem Studenten, der den Begriff Digitalisierung sozusagen als Schlagwort bekommen hatte und die Aufgabe, da eine Bibliothek zu erstellen. Also alles, was ihm dazu einfiel, sozusagen in Sketchnotes zu überführen. Und hier ist mal sozusagen das Ergebnis. Das passt natürlich sehr gut für unseren Zusammenhang. Und dementsprechend, glaube ich, ist das mal ganz interessant, da mal einen Einblick zu kriegen. Das ist quasi wirklich eine Bibliothek, die der Student selber für sich erstellt hat und mit der sich halt erprobt hat, auch im Sketchnoten. Und man sieht, da ist bis von einzelnen Symbolen, also man kennt oben den USB-Stick, die verschiedenen Speichermedien. Auf der anderen Seite aber auch schon so ein größerer Zusammenhang oder was Komplexeres, dieses zum Beispiel Virtual Classroom unten, wie der Student das hier dargestellt hat. Und das deutet auch schon so ein bisschen an, in welche Richtung Sketchnotes, welche Einsatzmöglichkeiten gibt und welche Potenziale sie haben. Und für uns natürlich sehr spannend hier, wie der Student Digitalisierung an der Stelle sieht. Ich glaube, wenn ich jetzt die Überschrift nicht gehabt hätte, hätte der ein oder andere da auch sehr schnell den Zusammenhang erkennen können. Genau, aber jetzt, wie gesagt, zu den versprochenen Impressionen aus den beiden Beispielen. Ich hatte gesagt, zum einen setzen wir es in diesem Lehrkonzept ein. Das heißt, wir in Verbindung mit Erklärvideos diskutieren wir in dem Modul den Einsatz von Sketchnotes und Erklärvideos kombiniert. Wir haben ein Einführungsvideo gemacht, also auch ein Erklärvideo für unsere Studenten, auch mit Hilfe von Sketchnotes, um denen dann das Modulkonzept näher zu bringen. Und das würde ich jetzt gerne mal zeigen, damit man so einen Eindruck bekommt. Genau. Neulich, Dienstag, 7:30 Uhr. Was steht da? Fragewort mit drei Buchstaben. P. P ist dabei unser Stichwort für dieses Erklärvideo. P steht hier für Ihre Fragen. Das Video greift diese Fragen auf und versucht, diese im Kontext des Moduls Fachdidaktik Bild zu beantworten. Wir fokussieren daher die Fragen, was wollen wir eigentlich und wie kriegen wir das hin? Also, was wollen wir eigentlich? Das Modul Fachdidaktik B baut direkt auf der Fachdidaktik A auf, deren Fokus liegt auf den curricularen Grundlagen des Berufskollegs und deren Umsetzung auf Ebene des Bildungsganges. Hier kommt es somit nicht so sehr auf die Gestaltung der einzelnen Unterrichtseinheit an, sondern vielmehr auf die Konzeption, Durchführung und Evaluation von Lehr-Lernsequenzen über einen längeren Zeitraum. Die Fachdidaktik B fokussiert darauf aufbauend die Unterrichtsebene und reflektiert und diskutiert hier dann ganz konkrete Unterrichtssituationen und Methoden. Und wie setzen wir das jetzt um? Um Sie bestmöglich zu unterstützen, ist die Fachdidaktik B in drei Abschnitte geteilt. Die FDB 1, die FDB 2 und die Prüfungsleistung.
In der FDB1 treffen Sie auf Professor Krämer, der die Vorlesung hält und Ihnen in Vortragsform theoretische Denkanstöße mit auf den Weg gibt. Außerdem treffen Sie hier auch Frau Glückmann, die das Literaturstudium gestaltet. Dieses hilft Ihnen beispielsweise bei Fragen zur wissenschaftlichen Literaturarbeit. Auch bekommen Sie hier ersten Input zum Thema Visualisierungen und den Erklärvideos. Dies bringt uns dann auch zur Übung, die von Herrn Gockel und Herrn Rode gestaltet wird. Auf Basis der Entwicklung komplexer Lehr-Lernsituationen drehen Sie hier Ihr eigenes Erklärvideo und diskutieren deren Möglichkeiten und Grenzen im Unterricht. Und dann ist da noch die Prüfungsform, das Portfolio zur Dokumentation und Reflexion Ihrer Lern- und Arbeitsergebnisse und Ihres individuellen Entwicklungsprozesses. Wir wissen, dass ein Portfolio eine Hürde sein kann. Daher haben wir zusätzlich freiwillige Workshops eingerichtet. Frau Maul beantwortet hier gerne offene Fragen und gibt Ihnen die Möglichkeit, an einzelnen Bestandteilen Ihres Portfolios zu arbeiten. Wir hoffen, Ihnen einen Einblick in die Zielsetzung und Strukturen des Moduls gegeben zu haben. Abschließend bleibt uns dann auch nur noch zu sagen, immer noch nicht fit. Fragen an Frau Schmidt. So, das war einmal dieses Erklärvideo, was wir, ich hoffe, man hat das jetzt gut verstanden. Es ist auf meiner Ansicht ruckelte es ein bisschen, aber ja, ansonsten können wir danach auch nochmal einen Blick, also kann ich nochmal einen Link verschicken, falls Bedarf ist. Was ich dadurch verdeutlichen wollte, war, dieses Erklärvideo haben wir zu Beginn der Veranstaltung gezeigt, um das Modulkonzept zu erläutern unseren Studierenden und gleichzeitig anzudeuten, sozusagen, was Inhalt des Moduls wird. Das waren nämlich zum Teil eben Erklärvideos, also wie man Erklärvideos in Unterricht einsetzen kann. Uns war es wichtig, das zu diskutieren. Und da bieten Sketchnotes, und jetzt wieder zurück zu unserem Thema hier, eben die Möglichkeit oder die Frage, diese Tools jetzt in dem Beispiel MySimpleSchool, aber es gibt ja noch andere Anwendungen, haben häufig die Möglichkeit, vorgefertigte Bilder zu, oder aus einem Bilderpool zu wählen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, eigene Bilder zu verwenden. Und wir haben die Studierenden eben aufgefordert, mithilfe der Techniken, die sie erlernt haben, diese Sketchnotes, selber zu erstellen, sich zu überlegen, wie sie das darstellen wollen. Und das haben wir im Nachgang in der Veranstaltung auch diskutiert. Und das war ganz interessant, wie dann auch der didaktische Mehrwert gesehen wurde. Und da sind wir in ganz interessante Diskussionen gekommen. Das schon mal dazu, da können wir gerne noch mal drauf eingehen. Ich möchte aber diese Gelegenheit nutzen, um auch auf das zweite Beispiel noch näher einzugehen. Und zwar, das war der Weiterbildungsworkshop, den wir gemacht haben für unsere studentischen Hilfskräfte mit Blick auf diese Tagung, die begleiten sollten und da diese Protokolle erstellen sollten, diese visuellen Protokolle. Und in dieser Tagung ist es, also die ist noch nicht durchgeführt, ist jetzt verschoben, wie man sich denken kann, aber nichtsdestotrotz konnten wir den Workshop durchführen. In dieser Tagung, die geht von einem spezifischen Forschungsansatz aus, das ist der Design-Based Research. Da werde ich jetzt auch nicht intensiv drauf eingehen, aber ich möchte damit nur deutlich machen, welche Möglichkeiten an dieser Stelle auch wieder Sketchnoting hat. Und zwar ist es ja dafür wichtig, dass die Studierenden, die SAKs, an der Stelle Zugang zu diesem spezifischen Forschungsansatz ermöglicht bekommen. Und da haben wir neben der Vermittlung dieser Techniken sie immer weiter da herangeführt, indem wir sie gebeten haben, das zu visualisieren. Also diesen Forschungsansatz, wie sie das sehen und mit diesen Visualisierung, und dann haben wir einen Beispielvortrag gemacht und so weiter, hat sich auch der Zugang zu diesem Thema, zu diesem speziellen Forschungsansatz verbessert. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. Das hier ist, ohne dass man jetzt genau diesen Forschungsansatz kennt, DBR, das hier ist jetzt ein Beispiel von einer Studierenden, einer SAK von uns, die ihr Forschungsverständnis an der Stelle visualisiert hat. Also man sieht auch da wieder klassisches Sketchnoting, die Merkmale, die wir eben hatten. Die hat das sozusagen für sich in Bilder gefasst, wie sie diesen Forschungsansatz bis jetzt verstanden hat. Und ich möchte nur mal so ein Beispiel hier rausgreifen. Man sieht hier an der Stelle links, sieht man den Forscher visualisiert und mit einem Lautsprecher und dann das Wort Praxis, was so daraus schallt. Diese Studierende wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ihrer Meinung nach der Forscher die Ergebnisse dieser speziellen Forschung in die Praxis hinaus ruft. Und das war für sich schon mal sehr interessant, dass sie das so dargestellt hat. Also diese Kombination wird da, glaube ich, ganz schön deutlich. Und zugleich war es total spannend, weil was das bei den anderen Studierenden ausgelöst hat. Also es wurde dann diskutiert, ist es denn ein Herausrufen oder ist es nicht wirklich eine Kooperation und so weiter.
Also wie gesagt, nur ohne jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, inhaltlich wird, glaube ich, daran schon deutlich, was so Bilder dann auch auslösen können. Und es entstehen dadurch wunderbare Diskussionen, weil grundsätzlich machen wir die Erfahrung, dass man es eher bei einem Bild akzeptiert, dass jemand da unter Umständen eine andere Interpretation hat. Das soll für die Impression genügen. Ich habe jetzt zum Abschluss nochmal, und dann können wir gleich auch in den Austausch gehen, nochmal diese Matrix nochmal mitgebracht, die ich eben schon mal eingeführt habe, nur jetzt speziell auf Schule bezogen. Also man sieht jetzt, es ist dieselbe Matrix, dass man im Prinzip Sketchnotes nutzen kann, rein, das ist unten links der Quadrant, rein zu einer weiteren als Gestaltungsmöglichkeit. Also man kann Arbeitsblätter, Präsentationen oder und so weiter, Erklärvideos einfach dadurch nochmal anders gestalten. Ein Stichwort sind hier auch unter Umständen Bildrechte. Wenn ich selber in der Lage bin, diese Bilder, diese Sketchnotes zu erstellen, dann ist es auch mit Bildrechten leichter. Aber darüber hinaus gibt es zunehmende Dokumentationsmöglichkeiten, visuelle Notizen, Unterschrift, Mitschriften und so weiter, zunehmende Reflexionsmöglichkeiten, zum Beispiel Lerntagebücher oder auch Reflexionsimpulse zu Beginn einer Unterrichtsstunde oder ähnliches. Und dann natürlich bis hin zu, und das ist dann sehr hohe Dokumentations- und Reflexionsanteile, dass man tatsächlich visuelle Prozessbegleitung macht, zum Beispiel von Gruppenarbeiten. Genau, das soll jetzt nur mal so die Potenziale so ein bisschen andeuten. Und an der Stelle bin ich auch am Ende dieses Impulses und freue mich auf den Austausch. Und ja, falls Rückfragen bestehen, können wir auch die gerne noch klären. Mich würde dann interessieren, welche konkreten Einsatzmöglichkeiten von dem, was ihr jetzt gehört habt oder auch aus euren Erfahrungshorizonten, ihr euch vorstellen könnt, beziehungsweise sich in diesem Kontext vorstellen könnt. Vielleicht starte ich einfach mal mit einer ersten Anmerkung, einer ersten Frage vielleicht auch an dich. Ich habe das Gefühl, gerade wenn es um Dokumentation geht, auch von, also ich kenne es häufig von Veranstaltungen beispielsweise, visuell natürlich schön ansprechen. Es ist der Spaßfaktor, den du ja auch nanntest, er ist sicher auch da. Was ich immer schwierig finde, ist dann, wenn ich auf der Veranstaltung nicht war, dann reicht mir häufig ja die Dokumentation als Sketchnote nicht unbedingt, um wirklich mitzubekommen, worum es inhaltlich ging. Und das fiel mir auch gerade ein bei dem ersten Beispiel von diesem kleinen Film, diesem Erklärvideo. Da wurde das ja kombiniert. Da wurde Sketchnote mit Ton, mit den zusätzlichen Informationen kombiniert. Das finde ich super. Wo siehst du da die Grenzen der Dokumentationsmöglichkeit mit Sketchnote? Ja, also das ist mit Sicherheit richtig, dass sozusagen, wenn man jetzt nur die reine Sketchnote von einem gewissen Vortrag, dann kriegt man ja auch nur Auszüge beziehungsweise auch Schwerpunkte, die der Sketchnote oder der Graphic Recorder dann an der Stelle auch setzt. Letztlich, ich kann ja vielleicht mal berichten, wie wir es jetzt im Rahmen dieser Tagungsvorbereitung angedacht haben, beziehungsweise wozu es auch dienen sollte. Also es ist eine gewisse Dokumentation, die aber dann noch ergänzt wird, also in einer wirklichen Tagungsdokumentation. Das heißt, dass dann quasi beide Zugänge genutzt werden. Also wir haben dann unsere Sketchnotes, dann aber auch noch entsprechende Aufbearbeitung, also dass man wirklich nochmal ein Tagungsband sozusagen entwickelt, wo es beides kombiniert ist oder auch wechselseitig Bezüge sind. Das ist sehr interessant. Und tatsächlich auch, und das ist auch sehr spannend, wenn man mehrere Tage hat, dann ist es, oder auch währenddessen, es ist halt anregend auch im Veranstaltungsverlauf. Also die Dokumentation, dann gleichzeitig eben dieser Reflexionsimpuls, deswegen war es mir auch wichtig, das hervorzuheben, im besten Falle erstellt wird, stehen gelassen wird und dann auch zum Austausch geht, zum Beispiel in den Kaffeerunden, weil ich glaube, dass es trotzdem so ist, dass bei Tagungen die Dokumentation ja generell auch tatsächlich ein Problem häufig ist, dass es sehr flüchtig ist und dass es dadurch nochmal anregt, auch über die einzelnen Vorträge oder ähnliches hinweg. Aber es ist in der Tat so, aber ich glaube, das gilt für viele Protokolle. Letztlich macht das ja auch aus. Der protokolliert, entscheidet an der Stelle, was unter Umständen wichtig ist. Und das gilt natürlich auch für die visuellen Protokolle, ganz klar. Und im Regelfall ist es natürlich kombiniert, also dass es tatsächlich auch mit Text kombiniert ist. Und dadurch, also häufig ist es so, dass durch diese Bilder man sich auch sehr gut noch erinnern kann, was in dem Moment diskutiert wurde. Zumindest sind das die Erfahrungen, die wir so machen in der Lehre auch tatsächlich. Wir haben da so Beispiele gemacht. Ich habe an einer Stelle in der entsprechenden Veranstaltung einen Text eingeblendet, also reine Information, da ging es um eine Fachbegrifflichkeit und an einer anderen Stelle habe ich sie kombiniert mit einer Sketchnote und dann geschaut, was sozusagen nachhaltiger war und es ist in der Tat so, dass das kombinierte dann besser, also
dass es eher Einklang gefunden hat. Also da konnten sich die Studenten noch besser daran erinnern. Ja, mich würde sonst interessieren, was die Teilnehmer sehen, ob sie selber das einsetzen oder vielleicht für sich auch eine Möglichkeit sehen oder wo eventuell Bedenken sind. Also es gibt ja ganz vielfältige. Also reines, man kann ja auch sozusagen seine eigenen Materialien nur damit ein bisschen ansprechender gestalten zum Beispiel. Ja, ich fange vielleicht mal an. Also ich habe Sketchnotes bislang, hallo. Ich habe Sketchnotes bislang nur miterlebt, weil wir nutzen die im Rahmen von Coaching, also von Coaching-Sitzungen, wo die einzelnen Ziele auch visualisiert werden von den Coaching. Mich hat es total begeistert, weil ich finde es sehr ansprechend. Ich würde aber jetzt das auch gerne mal ausprobieren. Da hätte ich die Frage, hast du irgendeinen Tipp außer üben, 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 wie man denn da am besten rangeht? Oder gibt es da irgendwelche tollen Tutorials? Also, weil ich bin da absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ja, also was ich persönlich sehr gelungen finde, das ist, ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht, also von der Rosa 2009, Sketchnotes in Schule. Das ist so eine Hinführung, die einem da schon ganz guten so eine Anleitung gibt, wie man das Visualisieren sozusagen erlernen kann. Wir selber arbeiten tatsächlich gerade an der Handreichung, auch basierend auf diesen Workshops, die wir gestaltet haben, die speziell nochmal für so einen pädagogischen Tag, wie man den gestalten könnte. Also man muss da schon, gerade so zu Beginn, muss man da ja, so ein bisschen so Fingerübungen und so haben wir da entwickelt, die man, also wir bauen es für uns so auf, dass wir so Grundregeln entwickelt haben, worauf zu achten ist. Und dann geht es wirklich darum, dass man mit Fingerübungen sich erprobt. Da haben wir in unserer Handreichung oder die derzeit erstellt wird, haben wir so beispielhafte Übungen entwickelt. Also zum Beispiel, das hatte ich eben schon erwähnt, dass man ein Stichwort bekommt und dann drauf los visualisiert. Also unabhängig jetzt von den Grundregeln, die kriegt man aber relativ schnell drauf, wenn man sich zum Beispiel so ein Einführungswerk anguckt. Und ansonsten ist es tatsächlich, dass man dann bestimmte Fingerübungen machen muss. Also wie gesagt, wir werden jetzt bald teilen, ein paar Monate noch, aber dann ist die Handreichung fertig. Da ist zum Beispiel eine Fingerübung, die wir haben, ist, die haben wir auch mit den Studenten durchgeführt, das ist immer ganz interessant, dass man Redewendungen visualisiert. Also wir haben eine Übung, lassen wir Redewendungen visualisieren, zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel, also zum Beispiel, wenn man nicht alle Tassen im Schrank haben wir da als Beispiel. Und dann muss man für sich überlegen, wie kann ich das in Bilder fassen, wie kann ich das visualisieren? Und über dieses Üben tatsächlich, auch wenn es sich sehr simpel anhört, aber darüber kriegt man selber ein Repertoire und man kriegt auch bestimmte sein eigenes Sketchnotes-Repertoire, was sich dann erweitert. Als Zugang geht es erstmal nur darum, dass man diese Grundregeln für sich lernt, aber das ist relativ schnell. Ich habe so ein bisschen was, habe ich angedeutet. Das ist, also wie gesagt, in der Handreichung stellen wir es nochmal dezidierter da, aber das ist im Prinzip, es gibt bestimmte Männchenformen, die man, da kann man sich selber anschauen. Also ich verwende ja diese Runden. Es gibt aber auch Menschen, die sehr eckige verwenden, mit Sternen und so weiter. Und da gibt es gute Einführungen. Und wie gesagt, im Netzwerk werden wir bald diese Handreichung teilen, die da einen Zugang bietet. Also verschiedene Übungen, die dann, wo man da drankommt. Und wir haben auch tatsächlich überlegt, dass wir nochmal in diesem Zusammenhang auch nochmal so einen Workshop gestalten, wo man wirklich mit Zeichnung einmal mitzeichnen kann. Uns war es jetzt aber wichtig, in einem ersten Schritt nochmal so eine kleine Hinführung zu machen. Das war sozusagen erstmal noch so ein bisschen, dass man überhaupt sieht, wofür macht es denn vielleicht Sinn? Das war also der Hintergrund der heutigen Veranstaltung. Aber im Prinzip, es geht wirklich darum, dass man sich selber erprobt. Deswegen achten wir bei diesen Workshops, egal in welchem Zusammenhang, immer darauf, dass die Leute ins Tun kommen tatsächlich, dass sie wirklich ausprobieren. Das mit den Redewendungen ist ein Beispiel. Was wir auch häufig machen, ist, dass ich in den Workshops ganz viele, ich habe so einen Eimer und da sind ganz viele Begrifflichkeiten drin und da lasse ich immer ziehen, dass die Leute rausziehen und dann kriegen sie den Begriff Pizzastück und dann müssen sie das visualisieren. Und man lernt es halt darüber in dem Moment, dass man das so reduziert und an der Stelle, man spricht dann von visuellem Alphabet, man zerteilt dann das Objekt und dann, damit es möglichst einfach ist. Aber wenn da Interesse besteht, auch im Netzwerk, dann könnten wir auch gerne nochmal einen Termin machen, wo wir dann wirklich mit diesen Fingerübungen was machen. Das wäre natürlich, könnten wir gerne machen. Ich kann es nur für mich sagen. Vielen Dank. Also ich hätte super Interesse dran. Ich habe gerade schon mal nebenher eine Fingerübung gemacht. Ja, also können wir gerne machen. Wie gesagt, das ist auch relativ eingängig so. Wir gucken mal, was noch so viele Fragen sind, wie viel Zeit wir noch haben. Ansonsten könnte ich auch gleich in die Folien einmal gehen, aber
Sonst können wir das auf jeden Fall uns dann nochmal Zeit nehmen. Ich würde das ja ganz gerne in der Lehrerbildung einsetzen. Ich meine, wir sind ja hier im relativ kleinen Kreis, glaube ich, heute. Wo ist denn der Vorteil gegenüber Mindmaps zum Beispiel? Mindmaps sind ja eher Strukturierung, weniger wahrscheinlich zum Geschichten erzählen. Aber wenn ich habe ja Mindmaps schon mit drin, das wäre ja durchaus eine weitere Methode. Was ist der Vorteil? Was bringt es mehr als Mindmaps? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal kann man ja sozusagen auch die Mindmaps selber dadurch nochmal anders gestalten. Also das ist schon mal, dass man sozusagen kombiniert. Das heißt, dass man nicht nur die Begriffe hat, sondern es eben kombiniert mit diesen Sketchnotes und dadurch nochmal eine ganz andere, geht auch so ein bisschen in Richtung Wissenslandkarte dann tatsächlich von dem, wie man es aufbauen kann. Wenn man jetzt sagt, was ist der Vorteil? Ich glaube, grundsätzlich gilt, es nochmal das eigene Repertoire nochmal erweitert. Also Mindmaps sind ja sehr etabliert und auch, glaube ich, haben durchaus ihre Berechtigung und auch wir setzen sie auch weiter ein. Nur man hat durch das Sketchnoten einfach nochmal mehr Möglichkeiten, auch nochmal diese visuellen Kanäle zu nutzen. Also wirklich nicht nur Text und sozusagen den auch irgendwo strukturiert, sondern tatsächlich dann nochmal andere Formen der Darstellung. Also was ich jetzt zum Beispiel eben gezeigt habe, da hat man so einen Pfad erkannt und da gibt es auch unterschiedliche Formen, wie man auch so eine Sketchnote aufbauen kann. Man kann das auch, ich glaube, Mike Rode, das ist so ein Vertreter auf der Ebene, der spricht dann von Popcorn-Technik, dass es sich dann an unterschiedlichen, dass das Sketchnote so aufgebaut ist, dass überall was aufpoppt. Aber da gibt es halt einen verschiedenen Aufbau oder auch damit verschiedene Möglichkeiten. Mindmap ist ja sehr klassisch so, da weiß man auch genau, wie die so aufgebaut ist. Das Zentrale ist in der Mitte und dann clustert es sich so auf. Ich glaube, man hat mit Sketchnotes darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten der Gestaltung, wenn man sozusagen nicht eine klassische Mindmap machen möchte. Abgesehen davon kann man auch es kombinieren mit Mindmap. Also ich glaube, es ist ja immer schwierig sozusagen zu sagen, was ist jetzt der Vorteil von im Gegensatz zu, sondern eher, ich glaube, sie haben beide zentrale Vorteile und lassen sich auch kombinieren. Habt ihr Beispiele für den naturwissenschaftlichen Unterricht? Das war ja mehr so, wo man mal naturwissenschaftliche Prozesse mit Sketchbook beschreiben kann. Dazu gibt es Beispiele, das weiß ich sehr gut. Es gibt auch, also wir haben es jetzt nicht, wir kommen ja aus der Wirtschaftspädagogik, dementsprechend haben wir vorwiegend auch, also ich könnte jetzt ein Beispiel zeigen, wie man Steuerklassen visualisieren könnte. Das ist ja dann, wir haben jetzt speziell aus unserem Erfahrungskontext haben wir die Beispiele nicht, aber das gibt es. Also es gibt zum Beispiel auch Kollegen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen und da an der Stelle auch, und ich meine, die kommen auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Grundsätzlich muss man mal danach schauen. Also es gibt mehr und mehr. Und in diesem Buch, was ich vorhin genannt habe, ist es so, dass da auch zum Beispiel Bibliotheken genannt werden, die auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Letztlich kann man so gut wie alles darstellen. Es gibt zum Beispiel, wenn man im Internet schaut, gibt es auch Rezepte, die visualisiert dargestellt werden. Oder wie gesagt, Steuerklassen in unserem Fall oder auch, also man kann alles so darstellen und es ist ein anderer Zugang. Ich würde tatsächlich auch Birge zustimmen und sagen, es macht manchmal auch eine Kombination sehr viel Sinn, dass man also dazu auch noch was erzählt oder wie auch immer. Und auch da bietet ja mittlerweile, die Anwendungen bieten ja ganz viel, dass man auch das mitschneiden kann, den eigenen Zeichenprozess und das zur Präsentation nutzen kann, solche Dinge. Aber ja, also ich speziell habe jetzt kein naturwissenschaftliches Beispiel, das tut mir leid. Ja, ich würde gleich noch eine Frage anschließen wollen, wenn wir schon so einen kleinen Raum sind. Also ich bin ja aus Bamberg und wir haben dort jetzt seit ungefähr einem Jahr so digitale Lehr- und Lernlabore an der Universität für die Lehrerbildung. Wir haben jetzt angefangen auch mit der Lehre. Nach dem ersten Durchlauf sind wir so ein bisschen auf Kritik gestoßen bei manchen Lehreinheiten. Und zwar haben wir das sehr praktisch angesetzt, das Ganze, dass man halt wirklich mit digitalen Medien arbeitet und haben die Theorie dahinter eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Das würde mich jetzt einfach interessieren, wie das bei euch auch ist, wenn ihr so Veranstaltungen anbietet, ob ihr da wirklich mehr auch Wert auf das praktische Handeln legt oder auch wie das bei euch ist. Also auch an den anderen Einheiten. Ja, also ich kann es an diesem Modul, glaube ich, mal ganz gut erläutern, was wir da haben. Das ist ein Pflichtmodul in der Bachelorphase. Da geht es, wie gesagt, um Methoden des Lehren und Lernens. Und das Modul, wie das auch in diesem beispielhaften Video dargestellt wurde, ist so aufgebaut, dass wir durchaus einen klassischen Vorlesungsteil haben, in dem didaktische Modelle und so weiter auch
vorgestellt und diskutiert werden. Dann haben wir dieses Literaturstudium, was dann nochmal tiefergehend zum Beispiel Literatur arbeitet, aber auch dann eben diesen Teilbereich von Visualisierung und so weiter. Und dann haben wir eben den Bereich der Übung. Und da ist es jetzt bei uns speziell so, dass wir da zwei Lehrbeauftragte haben, die Lehrer an Berufskollegs hier aus der Region sind und die dann also diese Lernsituation entwickeln lassen, die auch einordnen, diskutieren, auch vor ihrem Erfahrungshintergrund her und dann auch diese Erklärvideos gestalten. Die haben ja bei uns sozusagen die Grundlagen gelernt und da entwickeln sie die auf Basis dieser Lernsituation. Uns ist es immer ganz wichtig, dass es eben nicht nur, dass es immer um eine Reflexion geht. Also wir wollen sozusagen genau eben darüber dann sprechen. Warum nicht sagen, das Erklärvideo ist jetzt das Beste überhaupt, so normativ, sondern wirklich, dass der einzelne Student darüber nachdenkt, in welchen Zusammenhängen macht es Sinn, in welchen Ausführungen. Und das ist zum Beispiel dieses Thema mit Sketchnotes ganz interessant, weil man kann natürlich auf diese vorliegenden Bilder sehr schön zurückgreifen und ganz tolle Videos gestalten. Aber es macht an manchen Stellen durchaus auch Sinn, eben diese Visualisierung selber zu erstellen, weil da ja ganz viel passiert oder auch dieses Drehbuch zu erstellen, also der Prozess dahin. Und das ist schon ganz interessant, wenn man dahingehend die Diskussion versucht auch zu befruchten. Also zum Beispiel bei uns war in der Diskussion bei den in dem letzten Durchlauf wurde sehr intensiv diskutiert, wozu man dann die Erklärvideos nutzen kann. Also es ist ja toll für die Schüler, dann können sie damit lernen und so weiter. Und wir haben dann in der Diskussion versucht, immer dahingehend Impulse zu setzen, ja, aber was ist denn mit dem Prozess dahin? Ist das nicht auch sehr wichtig, weil man überlegt, wie gestaltet man ein Drehbuch, wie bringe ich etwas meinen Mitschülern oder in dem Fall Studenten näher? Und von daher versuchen wir es zu kombinieren. Natürlich wollen wir auch Anregungen geben, zum Beispiel so ein Medium, aber eben auch die Reflexion darüber und nicht nur, das ist jetzt ein tolles Medium. Deswegen finde ich auch die Frage mit den Mindmaps ganz toll, weil letztlich ist ja immer die Frage, in welchen Zusammenhängen braucht man es und wann macht es wie, warum Sinn? Und letztlich geht es darum, dass die Studierenden bei uns lernen in der Lehrerbildung, dass sie selber dass sie das nicht kopflos anwenden, sondern wirklich, dass das Medium nur mit entsprechender Zielsetzung ja dann auch sinnvoll ist. Und das ist bei diesen Sketchnotes ganz interessant, weil da wurde sehr intensiv diskutiert, was der Sinn ist, weil da gibt es ja so viele Bilder und es ist ja viel schneller. Und dann ist es ist ein sehr selbstläufiger Diskurs entstanden, in dem die Studierenden nachher sich gegenseitig gesagt haben, ja, aber wir brauchen ja kreative Menschen. Das ist ja unser Ziel, dass unsere Schüler nachher kreativ sind. Und dann ist es auch gut, dass sie da nochmal einen Impuls mehr haben, an der Stelle selber kreativ zu werden. Das nur mal so als Beispiel. Also kurzum, wir versuchen es zu kombinieren. Zwar auch, und dann sind unsere Lehrbeauftragten natürlich auch sehr hilfreich, die dann auch wirklich aus dem Schulalltag nochmal ganz anders berichten und dass es so eine Waage wird, würde ich sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das ja bei euch aufgeteilt auf mehrere Lehrveranstaltungen, ne? Die Vorlesung, die Übung dann dazu. Genau, richtig, ja. Genau. Ganz genau. Also okay. Das gesamte Modul hat mehrere Teilveranstaltungen, die aber aufeinander Bezug nehmen und so ein Gesamtkonzept sind. Und so ähnlich ist es bei unseren Modulen häufig, genau. So, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, Marianne, du hattest ja angeboten, eventuell nochmal in die andere Präsentation reinzuschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Dann, also ich will die Diskussion jetzt hier nicht abwürgen, wenn noch jemand Fragen hat. Aber jetzt müsste man es gleich wieder sehen. Ich habe mal hier jetzt einmal die Folien aus unserer Veranstaltung, wo wir einfach, da sind es ja auch Anwendungsformen. Dann haben wir ein Beispiel zum Unterricht und so weiter. Und danach gehen wir dann, führen wir so ein bisschen in die Techniken ein. Das erste, womit man starten kann, ist tatsächlich dieses sogenannte visuelle Alphabet. Das ist im Prinzip, dahinter ist nur die Bedeutung, dass man sozusagen Gebilde oder dass man im Prinzip aus den Grundformen sich alles zusammensetzen lässt. Also das ist, gerade am Anfang ist das sehr hilfreich, wenn man sich daran traut, dass man sich das klar macht, dass man es so weit runter reduziert bekommt, dass man im Prinzip bestimmt, dass man es darauf reduzieren kann, dass man Kreis, Linien, Dreiecke und so weiter erkennt und auch bestimmte Abbildung, die man erstellen möchte, darauf runtergeht. Das heißt, man stellt sich das Objekt vor und zerlegt es dann in Gedanken in den geometrischen Grundformen und es dann entsprechend zu zeichnen. Das hört sich jetzt relativ simpel an. Wenn man das mal erprobt hat, dann stellt man fest, dass es durchaus auch hilfreich sein kann, gerade am Anfang. Und da haben wir es jetzt zum Beispiel in der Veranstaltung im ersten Durchlauf jetzt so gemacht, dass man tatsächlich das mal anwendet, zum Beispiel einen Luftballon, eine Flagge, einen Regenschirm, also kann sämtliches sein, ein Tablet und es darauf
sozusagen, ja, also versucht mal zu zerlegen und dann einfach mal ausprobieren. Und dann in der Veranstaltung kriegen die dann entsprechend Zeit. Und ich habe hier jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht, wie es zum Beispiel beim Fahrrad ist. Das ist, das müsste man dann mal selber einmal erproben. Und das kann man im Prinzip, man muss sich einfach mal umschauen und überlegen, was visualisiere ich jetzt? Und dann mal versuchen, das so, so runter zu reduzieren. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, wie man dann ein Fahrrad gestalten kann mit einfachen Strichen. Hier habe ich noch weitere Beispiele. Wie gesagt, mit Linienführung. Da ist zum Beispiel der Luftballon. Letztlich besteht ein Luftballon aus drei Grundformen, sage ich jetzt mal. Einem Kreis, ein Dreieck und einer, einer Welle. Und dasselbe gilt im Prinzip für alles, was wir so darstellen wollen. Dass wir es halt wirklich runter reduzieren auf die simpelsten Grundformen und auf der Stelle dann ja, sozusagen, die dann auch dargestellt bekommen. Und das am Anfang hilft einem das, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Und zunehmend, wenn man in der Übung ist, dann denkt man nicht mehr darüber nach, das ist jetzt das Dreieck und dann brauche ich noch einen Kreis, sondern dann kommt das automatisch. Aber so als Zugang ist es ganz hilfreich. Das heißt, und dann gibt es auch in den verschiedenen Büchern, es gibt ja sehr viele auch durchaus ja, hilfreiche Anleitungen dann für. Irgendwann löst man sich davon und das ist auch gut so. Dann die Farben, wie gesagt, sind ganz ein bisschen, was habe ich eben auch schon genannt. Eine Grundregel ist eben, weniger ist mehr. Das ist ganz zentral, weil eben es geht wirklich darum, es möglichst reduzierend darzustellen. Und auch der Textcontainer, erst der Inhalt, dann der Rahmen, das hatte ich eben auch genannt, dass das ganz zentral ist. Und dann führen wir es meistens so ein, dass wir dann übergehen in mögliche Elemente, zum Beispiel Personen und Figuren. Hier sind jetzt mal drei Beispiele genannt unter Allgemeines, also drei Arten, wie man diese Figuren darstellen kann. Also auch da sieht man, letztlich bestehen Figuren bei uns nur noch aus einem Körper, Arm und einem Kopf. Wenn ich sie brauche, kann ich die Beine andeuten, aber das ist in der Regel noch nicht mal möglich, sondern es reicht im Prinzip der Oberkörper, Arme und der Kopf. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ne? Also rund gestaltet, dann diese typische mit dem W da unten, wo die Beine angedeutet werden. Da kommt es dann darauf an, was man selber auch für einen Stil entwickelt. Und dann gibt es natürlich dann noch die zwei Sonderformen. Das ist einmal in Bewegung, dass man halt durch Striche, typisch wie im Comic, dann halt andeutet, wie war die Bewegung oder so, hervorhebt. Da reichen dann aber auch im Prinzip nur Striche. Und Emotionen macht man auch sozusagen durch die, das kann man auch dabei schreiben. Wie gesagt, bei Sketchnotes haben wir auch immer die Kombination von Text und Bild, aber tatsächlich auch durch die, wie die Armbewegungen sind und so weiter, kann man die Emotionen deutlich machen. Und jetzt in unseren Workshops machen wir es dann so, dass wir den Leuten zum Beispiel, ich habe, und das wird es in der Handreichung dann auch geben, also dass sie halt wirklich ziehen aus diesen Begriffsbeuteln und dann zum Beispiel eine Bewegung erhalten. Und die müssen sie visualisieren und über die Übung, dass sie halt das immer mehr erproben, kommen sie dann eher da rein. Dasselbe gilt für Container, auch da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. In der Regel gilt, wenn man sich das aneignen will, dass man erst die parallelen Seiten macht, also zum Beispiel bei einem, dass man die erst parallel und dann verbindet, genauso wie bei Pfeilen. Das sind jetzt nur Beispiele, also da kann man auch selber sich sozusagen das aneignen. Hier habe ich mal gezeigt, wie man einen Pfeil machen kann. Letztlich, wenn man ordentlich einen Pfeil hinkriegen will, startet man auch da mit den parallelen Seiten. Also das wären jetzt hier die langen, die hier sind. Dann verbindet man die, so wie im ersten Bild hier links angedeutet. Dann setzt man einen Punkt vorne hin und den macht man am Ende nur noch zu und dann hat man einen geraden Pfeil. Und das gilt für alle möglichen Pfeilvarianten, ob es jetzt mit einer Kurve oder wie auch immer, das ist letztlich so eine Grundtechnik, die einem da schon weiterhilft, sage ich jetzt mal. Das sind jetzt, wie gesagt, nur Beispiele. Dann, was auch sehr hilfreich ist, und da sensibilisieren wir dann auch immer, ist, dass man eigene Bibliotheken erstellt oder eben ein eigenes Repertoire. Also ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Glühbirne. Das ist ein Symbol, was man parat haben kann und muss, weil das kann man an unterschiedlichen Punkten einsetzen. Und das sind, wie man sieht, eben nur ein paar Striche. Ich persönlich beginne bei der Glühbirne, indem ich die drei Striche unten setze, einmal in der Mitte den Draht und dann nur noch die eigentliche Glühbirne und die Leuchten. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden ist das erledigt. Und dasselbe gilt für Bücher und so. Also man kann sich, es gibt viele Beispiele, also zum Beispiel Bicablo ist so ein Beispiel, wo man Bibliotheken sich anschauen kann. Aber auf die Dauer wird man da hinkommen, dass man tatsächlich selber das dann erstellen kann. Dann kommt man weg, halt nur, dass man sich ein Objekt vorstellt und es dann
reduziert darstellen kann. Genau, dann haben wir damals einen Arbeitsauftrag gemacht, eben für diese Redewendungen und so weiter. Und hier sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die wir da sozusagen als Beispiel für die Studierenden das Heft in der Hand halten und so weiter. Damit kann man einfach nur, sei es jetzt Schüler, Studierende oder wie auch immer, so ein bisschen an, ja, dazu bringen, dass man da sich so ein bisschen erproben kann, dass man auch schon eine gewisse Bedeutung vermittelt. Und da haben wir dann ein Quiz rausgemacht, das bringt dann auch wieder so ein bisschen Auflockerung und so ist sozusagen so ein erster Zugang zu dieser Thematik möglich. Das nur mal so, zu zeigen. Man kann dann, ich kann mal an dieser Stelle mal ein Beispiel zeigen aus dem Quiz heraus. Also das war dann ganz, ganz gelungen, weil man dann im Prinzip auch die Studierenden an der Stelle motivieren konnte, auch über die, das sind so Beispiele. Also das waren unsere Studierenden, die das wirklich sehr am Anfang gelernt haben und das ist so ein Beispiel und das haben wir dann im Quiz aufbereitet und haben dann im Prinzip wurde dann auch da einfach so einen Zugang zu kriegen. Äpfel mit Bieren vergleichen, das sind so ganz klassische und das konnten die, wie gesagt, schon nach der kurzen Einführung an der Stelle schon leisten. Auf der Nase herumtanzen wurde so dargestellt, geht schon teilweise über die klassische Sketchnoting hinaus, aber man sieht ungefähr, in welche Richtung das so geht. Ich glaube, nur damit man mal so, und wie gesagt, wir haben für uns dann da an der Stelle so Techniken im Prinzip entwickelt, wie man sich da dem annähern kann. Das ist zum Beispiel so eine kleine Hilfe wie mit dem Pfeil, das war jetzt nur so ein Beispiel, wie man sich dem annähern kann, aber das hilft dann ganz gut. Und dann hatten wir zum Beispiel, das kann ich auch noch zeigen, und dann, glaube ich, haben wir ganz gute Eindrücke bekommen. Dann hatten wir zum Beispiel an dieser Stelle eine Aufgabe, da ging es darum, dass die einen Textausschnitt, also links war ein Textausschnitt, das war ja auch ein Literaturstudium sozusagen, links war ein Textausschnitt, und dann die Aufgabe, das nochmal zu visualisieren. Wir haben es dann beispielhaft gemacht, also das war jetzt ein Beispiel da rechts, das ist quasi schon das Ergebnis. Und man sieht dann ganz klar, alles klar, die Visualisierung rechts und der Text links, wo dann haben wir mit den Studierenden diskutiert, was es auch für Schüler an der Stelle unter Umständen bringt, wenn man mehr visualisiert, weil Texte ja durchaus auch gewisse Hemmnisse manchmal aufwerfen. Und das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Und das erproben wir mit den Studenten, dass sie für sich selber da auch was rausziehen und dann individuell im Rahmen ihres Unterrichts entscheiden können, wo macht es vielleicht auch mal Sinn. Also jetzt hier ist mal ein Beispiel, Koordinations- und Kollaborationsmodell aus einem Text, was wir dann einmal dargestellt haben. Und ich glaube, dass man rechts relativ schnell erfasst, worum geht es, wo ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen. Und links müsste man sich wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen einlesen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, also das hat es jetzt noch mal abgerundet, finde ich. Auch noch mal gerade für die, die sich nicht so häufig damit beschäftigen, auch für Anja, dann noch mal ein paar Ideen zu bekommen. Und in der Aufzeichnung sind die ja dann auch noch mal zu sehen. Da kann man sich das auch noch mal genau ansehen. Stellst du die Materialien irgendwo zur Verfügung, also dass man die auch an seine Studenten weitergeben kann? Das wäre ja auch ganz interessant, sowas mal zu haben. Also nicht möglichst was Allgemeines, was man so, also ein bisschen was zum Ausprobieren haben. Genau, also deswegen sind wir dabei, gerade auch im Kontext des Netzwerks diese Handreichung zu erstellen. Und die würde ich dann, also die wird in den nächsten Wochen sozusagen finalisiert. Und die würde ich tatsächlich dann auch so im Netzwerk dann auch teilen. Da sind alle die Übungen auch drin. Also wir haben verschiedenste Übungen ja entwickelt, auch mit Beispielen und auch in verschiedenen Kontexten. Und gerade die klassischen Übungen sind dann auch unabhängig von den Schulformen. Also wie gesagt, wir sind ja sehr am Berufskolleg ja dann sehr auf die Wirtschaftsthemen und so weiter, jetzt in unserem speziellen Fall. Aber gerade die Grundtechniken haben wir so konzipiert, dass es für alle Formen, also da sind dann, die Beispiele hat man ja auch gesehen, so ein Luftballon und so, das ist ja was ganz Allgemeines. Und das werde ich Ihnen dann in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem, wie schnell wir das finalisieren, zur Verfügung stellen. Weil da ist es dann auch nochmal eingebettet, dass man wirklich nochmal genau sieht, was brauche ich für welche Übung und was ist die Zielsetzung dahinter. Genau. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, haben wir eine absolute Punktlandung mit 16 Uhr geschafft. Vielen Dank, Marianne. Ja, danke. Danke an alle für die Aufmerksamkeit und den Austausch. Ja, mir bleibt dann eigentlich nur nochmal vielen Dank auch an alle, die sich heute die Zeit genommen haben und ja, allen einen schönen Nachmittag zu wünschen.